Rock and Roll. Second Tour, Ring 2, Round 1, Round 1. Auf geht's zum nächsten K1-Kampf. 72,5 Kilo C-Klasse. An meiner Seite jetzt. Ja, Sadao. Hi. Und wir sind gespannt auf den nächsten geilen Kampf. So schaut's aus. Die starten ziemlich locker. Idrisov sehr ruhig, analysierend. Karim auch gute Deckung. Die schauen, die tasten sich erstmal an. Das ist einer der ersten Kämpfe, wo sie sich antasten. Finde ich auch ganz gut. Ja. 72,5 Kilo ist die einer der Königsdisziplinen im K1. Ja, geht schön nach vorne, macht Druck. Idrisov. Harte Hände, schöne Kicks von Karim. Boah, das war ein geiler Axtkick. Ein Axtkick-Versuch, schöner Knife-Kick. Schöner gedrehter. Gedrehter Kick mit der Hacke. War zu tief. Kurz Luft holen. Also auch technisch sehr, sehr gut, beide. Gefällt mir sehr gut. Jetzt fehlt nur noch der Treffer. Diesen gesprungenen Drehkick müsstest du doch kennen aus Taekwondo, ne? Auf jeden Fall. Der Dolio Chagi. Also die Deckung ist bei Yassin schon mal ziemlich gut. Schöner Axtkick, ne? Ja. Im K1 ist ein Axtkill, kommt aus dem Karate. Schöne Boxkombi, macht schön Druck. Idrisov auch wieder der Kämpfer, der nach vorne geht. Und das war die erste Runde. Wen siehst du vorne? Oh, gute Frage. Also beide. Siehst du beide gleich? Ja, also beide hatten schon einige gute Treffer tatsächlich. Jetzt bin ich mal auf die zweite Runde gespannt. Ich fand bei Karim die Kicks waren sehr spektakulär. Seine Deckung ist auch echt gut, tatsächlich. Also er hat die Deckung schon oben. Ich fand die Kicks so, dieser Axtkick. Kennt man von K1, von der Legende Andy Hook. Wenn der mal trifft. Ist ja, wenn die Hacke von oben nach unten kommt, ist es ja egal, was die Hacke trifft. Wenn die Hacke deine Stirn trifft, deine Schulter. Das stimmt. Alles tut eigentlich weh, so, ne? Das stimmt. Finde ich spektakulär. Ich finde aber bei Idrisov gut, er geht nach vorne. Ne? Ich mag das ja, wenn Fighter so nach vorne gehen, die den Kampf suchen und dann hart boxen. Das stimmt. Die zweite Runde startet. Wir sind mal gespannt. Karim hält die Deckung. Tasten sich auch immer wieder gut an, so am Anfang. So vorsichtig, sind dann mit dem Inbeinkick immer so. Schöner Highkick. Idrisov geht dann direkt rein. Schöner Lowkick. Das ist keiner mehr hier. Kurze Pause, kurze Break. Sobald der Karim... Oh, schöner Axtkick wieder. Oh, ja. Jetzt mit dem Knie. Schöne Backfist von Idrisov. Aber da geht er zurück. Guck mal, Idrisov stellt ihn immer, attackiert. Richtig. Und dann geht er zurück. Dann gibt er das wieder ab, was er sich erarbeitet hat. Richtig. Siehst du seine Beintechnik? Schön hoch. Schön ausgewichen. Und auch die Geste so war daneben. Oh. Das ist auch die Defense für einen Axtkick. Wenn jemand Axtkick und gehst einfach nach vorne. Nein. Richtig. Dann trifft man. Schöner gedrehter. Schöner gedrehter. Oh, der gesprungener Drehkick so zur Lila. Oh, die stecken sich auch wild ein hier. Ja. Also der Idrisov, der kann gut einstecken und geht aber auch defensiv. Auf jeden Fall rein. Wieder nach vorne gegangen beim Axtkick. Idrisov hat ihn wieder am Gitter. Und boxt.
So ein Dutzend Mal hat er auf jeden Fall seinen Axtkick gemacht. Schöner noch kein richtiger Treffer. Ja, Karim arbeitet so im Rückwärtsgang, ne? Ja, geht und so, Idrisov. Oh, schönes Knie. Und schöne rechte gerade, Idrisov. Idrisov boxt mehr. Ja, Idrisov. Fäuste kommt tatsächlich auch da an. Oh. Oh. Ein gedrehter mit Fall. Ein Treffer wäre natürlich besser. Ja, okay. Das war die zweite Runde. Den hast du vorne. Das ging ja tatsächlich fix. Also ich muss sagen, es fällt mir echt schwer. Also beide machen das echt gut. Das sieht sehr ausgeglichen aus. Auf jeden Fall. Mir fehlen so die klaren Treffer gerade. Ja. Also es ist nicht sauber genug tatsächlich. Also diese klaren Treffer fehlen, sodass man sagen kann, ja. Also boxerisch so dieser richtig Treffer mit Wirkung von Idrisov. Weißt du, da waren wenig dabei. Waren welche dabei, ja? Ja. Aber also, dass er ihn boxerisch einschüchtert, so, dass Karim abbaut, war, glaube ich, nicht richtig so dabei, aber... Karim, er boxt und kickt so, wie es auch sein sollte. Bei Idrisov ist es tatsächlich boxlastig. Ein paar Kicks sind ja auch dabei. Ich finde die Kicks von Karim gut. Ja, die sind schön und auch sauber, tatsächlich. Schöner jetzt High-Kick. Mal. Aber dadurch, dass immer Idrisov nach vorne geht, oh, schöner Overhand, right cross. Ja, Idrisov, der geht immer gut. Ah, Karim, der er sucht den K.O. Ja, Karim, er der sucht weicht, den K.O. Der weicht jetzt richtig zurück. Ja, also Idrisov, der will rein. Der er will sucht den Infight, er sucht den K.O. Er will den Treffer. Schöner Einhand, ein Kick. So ein, der nach vorne kommt, da muss man einfach nur ein Knie machen. Weißt du? Ja. Das, so ein Knie, genau. Als hätte er mich gehört. Ja. Schöner Highkick auch immer wieder. Guck mal, zwei Highkicks. Ja, von Karim, die Kicks, die sind schön sauber. Man sieht bei diesem Kampf so diesen klassischen schöne Kicker Paltung. Und Boxer, finde ich. Richtig. Also im Taekwondo sagen wir Paltung dazu und da geht... Wie es geklatscht hat. Ja. Ja, den Kicker, der Kicker wird geboxt, der Boxer wird gekickt. Ja, Idrisov, der ist hauptsächlich mit den Fäusten dabei, schön gerade und Haken. Ach, sie sagt, sauber treffen. Ja, guck mal, Karim, guck mal, wie erwartet. Er, ja. darf nicht warten. Ja, er wartet, Idrisov, der geht rein. Den musst du halt mit einem Jab, wenigstens einem harten Jab oder links drehen, musst du erstmal da halten, weißt du? Ja, also Karim muss ja auch die Distanz bewahren, genau, damit genau, er ihn genau, auch genau. Überhaupt mit den Kicks treffen kann. Genau, genau. Idrisov, der geht natürlich rein. Er ist ein Tick kleiner und versucht natürlich dementsprechend zu treffen. Hat sein Bein gehalten. Nochmal, ja, kann man noch fegen. Ne? Ja. Muss man nicht nur festhalten. Hätte mehr Wirkung gehabt. Oh, schöner Drehkick. Mhm. Oh, dieser Drehkick, wenn der auch trifft, so an der Leber, das tut echt weh. Ja. Das ist nicht wie so ein klassischer Lebertreffer, sondern der brennt richtig. Oh, Karim, schön, schön gehalten und gefehlt. Schöne zweite Runde. Ich finde, Idrisov geht nicht mehr so wild nach vorne wie die erste Runde. Er wird schon ein bisschen bedachter. Das war oder schon gerade die dritte Runde, lieber Tanet. Das war die dritte, letzte Runde. Echt? Ja, jetzt warten wir auf die Ergebnisse. Ich bin mal gespannt. Ich muss sagen, das der Kampf ist war echt zu packend, dass ich die Runden vergessen habe oder dass ich noch auf eine gehofft habe, logisch. Ja. Also es war sehr interessant, muss ich sagen. Also der Karim, der hat ja wirklich gut geboxt und gekickt. Auch ein sehr guter Kampf. Also seine Beintechnik war schon echt 1A. Der Treffer, das wäre natürlich noch ein i-Tüpfelchen gewesen. Hat man gemerkt, dass ihm das Kicken leichter fällt, weil so oft, wie man so einen Axtkick machen kann, da kostet schon Power, wenn du nicht so ein Kicker bist, weißt und du? Und hat so ein gedrehter Dolio Chagi, der hat ihn auch ein paar Mal getroffen. Idrisov, der ist... Ich bin gespannt auf das Urteil. Ich bin auch sehr gespannt. Scheinen wohl Schwierigkeiten zu haben, die können sich wohl nicht entscheiden. Die rechnen die Punkte, ne? Ja. Vielleicht gibt es sogar eine Extra-Runde.
Oh, das ist ja auf jeden Fall sehr stark. Die Entscheidung folgt. Auch wieder ein sehr guter K1-Kampf. Hat mir auch gut gefallen. Ja. Viele Techniken waren sehr sauber. Die anderen Kämpfe waren einfach sehr, sehr gut. Dass dieser Kampf sehr gut ist, weißt du? Ja, das stimmt. Das offizielle Urteil. Wir haben ein mehrheitliches Unentschieden, ein mehrheitliches Draw. Das finde ich okay. Ja, das ist tatsächlich fair. Du konntest ja auch jede Runde gar nicht jemanden geben, ne? Richtig. Also du hast keinen vorne gesehen jede Runde. Richtig, also es hatten beide tatsächlich jeweils gute Treffer, sei es bei den Kicks oder bei den Boxtreffern. Ist ein faires Urteil. Ist gut. Wir sind gespannt auf den nächsten Kampf. Yes.